Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, und wir kommen jetzt erstmal zum Kommentar von Herrn Sofort, der ja wieder in die Schule muss, deswegen die Uhrzeit natürlich nicht bei den Videos mit dabei ist. So, ich bewerte die Punkskins heute mal nicht. Hatten wir ja gestern schon gemacht. Was ein Glück, dass ich mir die Kommas auch hindenken kann. Da kriege ich als Vater schon wieder graue Haare, wenn ich das sehe. So, Brillanz, Striker, 4 Punkte, Hitchhiker oder Hitchhiker, 8 Punkte, Fossil Flyer, 0 Punkte, Empire X, 6 Punkte, Nightlight, 6 Punkte, My Idol, 10 Punkte. LOL, heute eine ziemlich witzige Folge XD. Punkt. So, das war der Kommentar vom Herrn Sofort zum aktuellen Shop. Ja, da habe ich mir natürlich dann gestern diesen Gleiter noch geholt. Und der Herr Sofort hat dann nochmal bei diesem My Idol Emote auch nochmal auf Buy gedrückt. Leider ist heute Nacht, nicht heute Nacht, gestern Abend sind die Matches ziemlich bescheuert gelaufen, so dass ich kaum dazu kam, diesen My Idol Emote auszupacken, weil ich die meiste Zeit tot war. Nur Finisher unterwegs gewesen, total abgenervt. So, dann sage ich mal liebe Grüße an Julian mit seinen Suchti-Freunden. Julian, pack die Suchti-Freunde aus und alle hier liken und abonnieren. Wäre natürlich mega cool, würden wir uns riesig freuen. Liebe Grüße an dich und deine Suchti-Freunde. So, jo, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal rein in den Item Shop und schauen mal, was es da so heute gibt. Das ist. Oh. Okay. Also, schauen wir mal hier rein. Also, wir haben zum einen hier diesen Planetary Probe Gleiter. Ist ein Satellit. Sieht ziemlich nice aus. Da die Solarpanels sind mit drauf. Das Ding ist schon echt ganz cool. Aber kommt natürlich nicht an den DeLorean ran. Sagen wir mal, sag mal, weil es schon wirklich was Außergewöhnliches ist. 7 von 10. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier den Leviathan. Ich weiß, der sofort mag den nicht. Ich finde diesen Skin echt irgendwie mega cool. Und ich kann mir schon vorstellen, dass beim Herrn sofort da eine total miserable Wertung rauskommt. Ich finde diesen Fisch so pottenhässlich, dass ich ihn schon wieder geil finde. Kennt ihr das? Das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. So geht es mir hier gerade bei dem Leviathan. Und deswegen bekommt der Leviathan von mir 8 Punkte. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir die Global X. Eine Erde mit einem rotierenden Planetensystem drumherum. Auch ziemlich nice gemacht. Ein Globus. Alles rotiert. Echt cool. Richtig nice gemacht. Mit Lichteffekten sogar. Das Ding bekommt von mir auch eine 7 von 10. So, da waren wir schon gewesen. Gehen wir mal da raus. Dann kommen. Oh. Ja, jetzt hat er erst vor kurzem wurde der angesprochen, der Whiteout, ne? Mit dem Ninja-Schwert hinten. Dieses Ninja-Schwert sollte mit der Arctic Assassin kombiniert werden. Habe ich so in Erinnerung. Hier sehen wir jetzt mal dieses Ninja-Schwert live. Der Skin an sich ist jetzt nicht wirklich cool, deswegen wurde vorgeschlagen, eben dieses Schwert mit dem Arctic Assassine zu kombinieren. Aber 1500 V-Bucks für ein Schwert ist natürlich nicht
wirklich prickelnd. Aber sieht schon cool aus. Also das Schwert. Aber das Ding, dem kann ich sonst ansonsten insgesamt nur 5 von 10 geben. So, der Overtaker sieht da deutlich viel cooler aus, muss ich sagen. Sieht wirklich deutlich viel cooler aus. Und der bekommt von mir. Es ist halt blöd, es gibt noch keine Arktiklandschaft, ja. Also, ein Punkt muss ich mehr geben. Machen wir 6 von 10. So. Jetzt wird es natürlich mega fett. Und ich kann mir schon gut vorstellen, was passieren wird. Also, ich habe mir den DeLorean geholt und ich kann mir. Der Herr Sofort hat den, glaube ich, sogar auf seinem ersten Account. Irgendwas hat er mal gesagt, dass er sich den geholt hat. Der Cyclone sieht natürlich mega geil. Das Ding ist mega. Das Ding ist mega, mega, mega geil. Ja. Dem gebe ich natürlich eine glatte 10 von 10. Wow. Mal gerade nochmal kurz auf. Wow. Wie das Ding aufgeht schon. Ist mega geil. Echt cool. So, dann haben wir den in White Squall. Auch mega fett. Was mir hier fehlt da vorne, wäre ein. Das ist aber schon geil. Das Ding ist cool. Leute, das ist cool. 10 von 10. Ich will ihn nochmal aufmachen. Ich bin da so ein kleines Spielkind, was das anbelangt. Damit kann man mich echt begeistern. So. Dann sind wir beim Battle Pass Tiers. Ah, weiß jeder. So, und dann kommen wir schon zu den Emotes. Kommen wir auf die rechte Seite. Heute sind es nicht so viele. Wegen dem Battle Pass Tier. Also. Mega geil, wirklich mega geil. Ich finde diesen Lama-Ball, finde ich super cool. Ich weiß zwar nicht, wann man den einsetzen soll, wenn man irgendwo einen Lama gefunden hat. Ja, komm, ja, komm, Lama. Aber ich finde den mega geil. Ich gebe dem Ding 10 von 10. Geil, Leute. Also, dann geht's weiter hier mit dem Assault Trooper. 0 von 10, brauche ich nicht mehr zu sagen. Dann haben wir die Dragon Axe. Eine echt coole Axt. Eine echt coole Axt.7 von 10. Was passiert nur da? Ah, der Sound. Und dann haben wir natürlich etwas, was wir teilweise mehrfach dann in der Lobby gemacht haben. Haben wir uns einfach hingestellt. Stein, Schere, Papier. Natürlich mega cool. Achtet darauf, es kommt immer wieder. Es kommt. Ah, jetzt ist Papier. Jetzt ist Schere. Pass auf, ich mache jetzt mit Stein, Schere, Papier. Ich sage jetzt Stein. Okay, unentschieden. Ich sage jetzt Schere. Ja, ich habe ihn. Ein Punkt für mich. Ich sage jetzt Stein. Ah, jetzt hat er mich. 1-1. Jetzt müssen wir noch ein Entscheidungsding machen. Ich sage jetzt Stein. Komm, mach die Schere. Jawohl, ich habe gewonnen. Geil. Also, 2 zu 1 gegen Rock, Paper, Scissors gewonnen hier. Best out of 3. Mega geiler Emote. Macht richtig Bock, sich einfach mit seinem
Kollegen da in die Lobby mal einzustellen. Und währenddem die anderen da sinnlos durch die Gegend ballern und sich abschießen, am liebsten auf Leute, die Steinschere Papier spielen, spielen wir Steinschere Papier. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Daumen hoch, würden wir uns riesig drüber freuen. Schreibt uns was in die Kommentare. Lesen wir ja immer vor. Jo, abonniert den Kanal. Würdet ihr uns natürlich einen riesen Gefallen tun und würden wir uns riesig drüber freuen. Läutet die Glocke, wenn ihr über die neuesten Videos informiert werden wollt. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite News mit mir, dem Herrn Gleich, oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Macht's gut, bis dann und tschüss.